Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Götterdämmerung. Ja, in der letzten Folge hatten wir da ja die Golems gefunden, die uns mit nur einem Treffer sofort aus der Welt katapultieren, sage ich jetzt mal so. Und ja, wir brauchen 10 mal magisches Erz, also 10 Erzbrocken. Und ich habe keine Ahnung, wo wir die finden können, sollen oder so. Und ja, daher mal schauen, wie wir an das rankommen. Ansonsten haben wir doch... Oder warte mal, in Geldern, Silben, da irgendwie gab es doch so eine... Da war eine Waldbeere im Felsen. Im Stein. Wäre der Name da jetzt nicht aufgeploppt, ich glaube, den hätte ich nicht gefunden. So, aber ich will mal schauen in Geldern, beziehungsweise Silden. Da gab es ja ein paar Höhlen, die hatten doch auch Erz, oder? Daher würde ich mal da hingehen. Und schauen, dass wir da rankommen. Auch wenn das Spiel so schön ruckelt. Wunderschön, wie das Spiel am Ruckeln ist. So, noch eine Waldbeere. Und es liegt ja nicht an mir, beziehungsweise nicht am PC. Es liegt wirklich am Spiel. Dass es am Ruckeln ist. Vor allem auch, ich frage mich jetzt wirklich, wie... Oder warte mal, da haben wir auch noch eine Höhle. Ich speichere einmal, bevor wir da reingehen. Ich hoffe, dass wir auch eine Spitzhacke finden. Die fehlt uns. Ansonsten müssen wir... nee. Ich drücke das Falsche. Hier sind 3 Blutfliegen. Tschüss! Okay, haben wir doch geschafft. So, und wir können die jetzt auch alle ausbeuten. So, das speichere ich. Wir haben 3 Blutfliegen besiegt, ohne getroffen zu werden. Boah, ich hoffe, hier gibt es magisches Erz. Ein paar zumindest. Ich bin da aber auch ehrlich zu euch. Ich habe versucht... Wer chillt denn da? Wer seid ihr denn? Krieger? 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 Ich bediene mich mal, ja? Ich habe doch nichts gegen, oder? Hier ist aber kein magisches Erz. Da, oh, das hatten wir schon. Na, wer sind die und, hat hier jemand sogar einen Namen? Hast du einen Namen? Kämpfer. Zu schwer. Zu schwer. Hier gibt's kein magisches Erz. Nicht mal eine Spitzhacke. Okay, das ist nicht zu schwer. Abgebrochen. Auch keine Spitzhacke, schade. Ja gut. Was machen die Krieger hier? Schade, dass in dieser Höhle nichts war, nichts gab. Der eine ist hier nur relevant für Dingens, für Jagdgeschickskillen.
Bei Handen gab es ja doch irgendwo noch eine Höhle mit einem Schattenläufer. Gab es da magisches Erz oder eine Spitzhacke? Ich will zumindest eine Spitzhacke haben, damit wir für den Fall, dass wir magisches Erz finden, das auch abbauen können. Alter, jetzt hör auf zu ruckeln, Spiel. So, Goblinbären. Ach, weißt du was? Wir haben jetzt mittlerweile so viele von diesen Kräutern. Und ich werde hier wahrscheinlich... Was ist meine Lebensenergie? Hier. Ich werde hier wahrscheinlich keine Tränke brauen. So, die Dinger sind nur Gold wert. Hier, ja, geschickt nochmal plus 2. Also plus 6 kriegen wir insgesamt. So, Lebensenergie 7. Mana plus 10. Hier maximale Mana plus 2. Also hier kriegen wir 10 Mana. Fressen wir die Dinger dann. So, hier nix. Maximale Ausdauer kriegen wir hier auch nochmal 6. So, hier ein Kronstöckel müssten wir auch mal fressen. So. Ja, wir werden hier eh keine permanenten Tränke brauen oder sowas. Ich wünschte, ich hätte das auch in den anderen Gothic-Teilen mal, also Gothic 1 bis 3, mal wirklich genutzt, dieses Tränkebrauen und so, permanente Tränke. Um die Dinger dann zu sammeln. Wohl Gothic 1? Alchemie konnte man nicht, oder? So, nochmal kurz speichern. Oh, da sind mehrere Schattenläufer. Okay, kommen die? Ja, da kommen sie. Ich speichere einmal hier, damit... Obwohl, mit der Strategie könnten wir die alle schaffen. So, 2 müssten noch drin sein. Wieso muss das jetzt auf einmal so dunkel sein? Okay, ab hier sieht man was. Toll. Kommen die? Die kommen zu zweit sogar.
Mist! Okay, gleich muss ich was essen. Ja. Okay, jetzt essen. Und in der Zeit schiebe ich meinen Stuhl nochmal wieder hoch. Das geht mir so auf den Sack. Ich habe den noch nicht angefangen zu präparieren. Damit der aufhört, so runterzurutschen. Irgendwas habe ich damit kaputt gemacht. Irgendwas. Ich weiß nur nicht was. So, jetzt müsste da nur noch ein Schattenläufer sein. Oh, warte. Achso, den hatten wir schon. Okay. Hä, wohin schießt er? Ziel ist da unten. So. Am besten mit nach oben kommen. Weil da sind keine Fleischwanzen, die ich aus Versehen eher treffen würde. So. Aber mit der Strategie könnte man eigentlich rein theoretisch jeden Gegner hier bekämpfen, oder? So, speichern und dann gehen wir rein. Und machen mal die Fleischwanzen alle platt. Ach, doch, Fackel. Alter, der Stuhl. Der geht mir so auf den Nerv gerade. Der rutscht schon wieder runter. So. Alter, die Fleischwanzen, die müssen auch mal aufhören, hier so rumzuquietschen. Das sind aber auch echt viele hier. Kann ich auch einfach Feuerregen nutzen? Falls ich die Feuerregen hätte? Wo haut der hin? Der Kollege hier. Ich frage mich, wie viele Erfahrungspunkte ich jetzt durch die Fleischwanzen nie bekommen habe. So. Irgendwo lebt hier noch einer. Also die Schatulle nehmen wir mit. Noch ein Fläschchen. Oh, da sind noch Mini-Fleischwanzen. So, rohes Fleisch. Hier noch Fackeln. Rostige Schwerter. Keine Spitzhacke. So, jetzt haben wir den auch noch. Was liegt hier alles? Wir haben eine Spitzhacke gefunden. Zwei haben wir. Okay, jetzt können wir endlich auch Erz schürfen gehen. Alter, wie viel hier rumliegt. Noch eine Spitzhacke. Schatz.
Hier lebt noch einer. So, komm, alles mitnehmen. Nein, so. Jetzt nochmal umdrehen. Okay, dann so. Abgebrochen. So, Fleischwand zu looten. Abgebrochen. Jetzt nimm das scheiß Ding. Abgebrochen. Willst du mich verarschen? Noch ein Silberpokal. Noch eine Fleischwanze. Wie viel liegt denn hier noch? Also ich werde unmöglich alles hier schaffen einzusammeln. Ich werde hier bestimmt 12 Millionen Sachen übersehen. Noch eine Spitzhacke. Jetzt auf einmal haben wir so viele Spitzhacken. Zu schwer. Du sollst auch nicht den Scheißer mitnehmen. So. Noch irgendwo irgendwas. Ja, Münzen. Noch eine Münze. Noch eine Fackel. Noch ein Schwert, noch eine Fackel. Schwarzer Rober, noch eine Münze. Okay, hier gab es doch schon einiges zu holen. Und wir haben jetzt Spitzhacken endlich. Aber kein Erz. Komm, das speichere ich jetzt, weil ich will mir den Mist nicht nochmal antun, da drinne. Was passiert, wenn ich gegen den Bison jetzt hier kämpfe? Da! 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 So, Bison gibt auf jeden Fall 200 Erfahrungspunkte. Schon mal. So, jetzt was essen. Derzeit trinke ich selber auch was. So, das müsste reichen. So, wir wollten jetzt nach Geldern oder Silden und da nach Höhlen suchen, die eventuell Erz hätten. Na, mein Kleiner? Ist hier noch irgendwo einer? Oder warum hört die Mucke nicht auf? Ja, da hinten. Steckt aber irgendwie fest. Okay, nice. So, noch mehr Bisons. Hoppala. Okay. Das war nicht so schlau. Aber wenn es nur schneller laden würde.
Da. 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 So, das war aber diesmal. Hier Fleisch. Kriegen wir pro Bison. Da vorne gibt es ein Lagerfeuer, dann können wir eben was grillen. Wie viel Fleisch haben wir jetzt? 22 und 44 Fleischwanzen. Wir müssten mal die Fleischwanzen unten ins Inventar packen. Also in die Schnellleiste. 71 haben wir. Okay, so, gebackene Fleischwanze. So, das geht am schnellsten Richtung Montera hier. Aber wir müssen ja nach Geldern bzw. Silden und dort die Minen mal freiräumen. Oh, warte mal, da vorne gab es ja auch noch eine Mine. Und hier gibt es noch ein Harnischkraut. Warte mal. Hier sind ja lauter Deserteure. Da drinnen gab es ja auch noch Viecher, Kreaturen. Nur einer von euch, ja? Ich will nur einen. Ah, okay, dann machen wir... Machen wir das mal so. Okay, die sind schon schnell. Mist! Oh. Das ist gut gemacht! Alter! Das war knapp. Hatten wir das hier schon gelootet? Ja. Okay, jetzt wieder was essen. Alter, der Stuhl. So. Gehen wir noch mal rein und gucken, was da noch ist. Irgendwas Großes auf jeden Fall. Oder auf jeden Fall was Schweres, sagen wir mal. Also ein Golem oder irgendwas so Trollartiges. Zu schwer. Geh nochmal speichern. Egal was da drin ist, ich würde versuchen, das rauszulocken. Ich sehe nichts. Okay, da, was auch immer das Große ist, was wir da hören, ist es nicht hier.
speichere trotzdem vorsichtshalber mal. So, alchemistisch, was können wir uns Schönes machen? Lebenstrank. Mir fehlt die nötige Erfahrung. Tränke mit permanenter Wirkung fehlt uns. Unmöglich. Okay, wir schlafen mal bis zum nächsten Morgen. Ja, und die Ausdauer müssen wir auch. Wir müssen wieder gesund werden. Hier ist auch kein magisches Erz. Wo kriege ich jetzt magisches Erz her? Ich kann mir jetzt wirklich nur noch diese eine Höhle da bei Silden vorstellen. Oder Geldern, meine ich. Und was hat es jetzt mit diesen Deserteuren hier auf sich? Oder warte, die Wolfshöhle hier? Ehemalige Wolfshöhle? Da vielleicht? Wo Wenzels Schwert war. War doch Wenzels Schwert. Hier hören wir auch das große Stampfen. Ich hoffe, es ist nur ein Troll. Oh, Goblins. Gobos. Gobos sind kein Problem. Gobo-Schamanen sind schon eher ein Problem. Alles mit, was die haben. So, wo sind deren Waffen? Da ist ein Knüppel. Hier ist ein Knüppel. Und da ist noch ein rostiges Schwert. Ich nehme aber auch einfach alles mit. Alles, womit die irgendwie ein bisschen wehtun können. Abgebrochen. Ne, doch nicht. So. Zu schwer. Okay, wo höre ich den Großen hier jetzt stampfen? So, kommen wir erstmal eine Fleischwanze. Oder zwei. Speichern nochmal. Und gehen mal weiter. Also. Irgendwo werden wir ja doch anfangen müssen, die ersten paar Erze abzufarmen, oder? Oh, ein Wölfchen. Na, mein Kleiner? So. Und nochmal speichern. Da ist der nächste. Warte. Okay, hier gibt es nichts mehr. Doch.
Umsonst liegt hier nichts mehr rum, ne? Okay. Geldern sind. Ah, wir hätten nach Richtung Treles gehen sollen zuerst. Jetzt haben wir einen Umweg gemacht. Hat Horus eigentlich noch irgendwas zu sagen oder so? Zu Inok und Anok sind wir ja auch nicht mehr hingegangen. Also ich frage mich jetzt gerade wirklich, wie verläuft sich hier die Story? Eins sage ich schon mal, nach diesem Let's Play, ich werde wahrscheinlich Götterdämmerung nie wieder anpassen. Nie wieder. Es sei denn, wenn Alchemia nach dem Gothic Remake, auch Gothic 3 Remake und hier die, das DLC nochmal überarbeitet, also eine vom Kern auf alles nochmal überarbeitet und es dann auch richtig so abändert, dass es von der Lore her wieder stimmig ist, von der Logik her und so weiter. Also, dass es zwar auch um die Götterdämmerung geht, aber dass es dann halt einfach nur das Thema genommen wird. Aber alles andere, was die bisher gemacht haben, so hier in Götterdämmerung, einfach wegschmeißen und das einfach so machen, wie die Community es sich wünscht. So wie es hätte richtig sein sollen. Aber vor allem, ich freue mich erst einmal auf das Gothic 1 Remake. Will sehen, wie die das dann neu überarbeitet haben. Dodos und Gobbos. Hä, die sind auch wieder da hier, die Wölfe? Ich dachte, ich hätte die hier alle erledigt. Wie schnell spawnen die nach? Hier auch. Der ist auch wieder da. Extrem schnell nachgespawnt, finde ich. Da kommt schon der nächste, na super. Ich hoffe, ich kann eben schnell noch was essen. Alter. Einmal kurz speichern. Nicht, dass ich hier jetzt nochmal drauf gehe oder so. So, und voran. So, hier ist nichts nachgespawnt, oder? Ne. Alter, dieser Ruckler. Da hinten diesen nachgespawnt. Na, aber wirklich, wenn die Gothic 3 Remake irgendwann machen und sich dazu entscheiden, Götterdämmerung auch noch im Remake zu verpassen, ich hoffe wirklich, die nehmen dann nur das Thema und machen das nochmal von Grund auf dann neu. Nur das Thema aufnehmen
Und das war's. Über Arcania werden wir noch gar nicht anfangen zu reden. So, erst einmal muss ich selber mir die Blöße stellen, das Spiel zu spielen. Muss ich mir das selber noch angucken. Apropos Schmied. Du hast doch sicher noch was zu erledigen. Ja, du kannst handeln. Kümmere dich besser um deinen Kram. Ich mach erstmal Pause. Ich bin mir sicher, du hast was zu tun. Habt ihr keine Händler? Lass mich. Warmes Feuer ist doch was Feines. Ich bin mir sicher, du hast noch was zu tun. Lass mich in Ruhe. Ich ruhe mich ein wenig aus. Hast du nichts zu tun? Doch, ich habe zu tun, aber ich brauche einen Händler. So, der hat nur 2500 Gold. Katana. Kann weg. Hat schon 2500. Okay. Die beiden auch weg. Die auch alle weg. Der kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das werden wir noch behalten. Kampfstab kann weg. Alter, genau passen 2500. Hat er sonst noch irgendwas dazu gebrauchen ist? Eisenhalm, Ogerblatt. Blutschild. Nope. Ich brauche mehr Händler. Ah, das hatten wir wahrscheinlich schon. Oder jemanden, der mehr Geld hat. Da hinten müsste es Erz geben. Eine Höhle mit Erz. Vielleicht auch Schwefel. Und wenn Simba oder wie auch immer der Ork nochmal hieß, mir nochmal erzählen will, das gibt's überall. Speichere ich einmal und dann hau ich ihn tot. Hier gibt es Schwefel. Auf jeden Fall sehr viel. Ich hoffe aber auch magisches Erz. Oh nee, Schattenläufer, ernsthaft? Aber nur einer. Nee, mehr. Hör auf, die Fleischwanzen anzugreifen. Greif den Schattenläufer an. So, weg mit der Echse. So. Das ist mies mit dem Fleischwanzen. So, wie viel bekomme ich jetzt? 4 Schwefel.
Schwefel ist eigentlich nicht das, was ich haben will. Jetzt ist die Frage, ne, es sieht nicht aus, als gäbe es da vorne auch noch magisches Erz. Dann gehen wir. Achso, das war der Hocker. Ich würde das Schwefel erstmal behalten. Ich gehe mal von aus, die werden wir nochmal brauchen. Speicher nochmal. Okay, das sind braune Pilze. Wieso kann man die braunen Pilze nicht mitnehmen? Bohnenstöckel. Boah, ich muss nachher einen Salat draus machen. So, war nicht hier irgendwo eine Mine? Warte mal. Was ist das hier für ein... Das ist doch das, wo wir mit Saras gegangen sind. Der ist weg, oder? Ja. Ja, das ist der Weg, womit wir mit Saras die Welt verlassen hatten. Warum ist hier irgendwie der Wolf-Clan abgebildet? Wir haben doch... Wir können doch nicht mehr nach nach Nordmark. Auch nicht mehr nach Varan. Warte mal, ist das... Nee. Okay, hier haben wir Gold. Lass mich. Kann nicht mehr. Gold nehmen wir mal mit. Können wir bestimmt auch noch für ihn wie irgendwas gebrauchen. Nichts zu holen. Gut, dann ist da nichts mehr zu holen. So, hier. Am Ende werden die dich dazu zwingen. So geht er. Dann muss in der einen Mine unten wirklich Erz sein, also magisches Erz. Guck mal, ob hier noch Gold ist. Eisenhalm zweimal, aber das war's. So, das speichern wir. Wenn wir hier schon Gold gefunden haben, dann ist da unten die Mine wirklich noch mit magischem Erz.
Guck mal, ob es hier noch was gibt. Noch eine Dietriche, nice. Dietriche kann man immer gut gebrauchen. So, und die beiden nochmal ausrüsten. Für den Fall der Fälle, dass da unten was ist, was uns angreifen will. Ripper und Schwefel? War hier kein magisches Erz? Da. Wo ist der andere Ripper hin? Was ist jetzt mit dem Bildschirm? Ich habe da irgendwas gefunden. Wo ist der Ripper hin? Ach da. Aber war das nicht die Mine mit dem magischen Erz? So, jetzt brauche ich den hier wieder. Und was habe ich gerade gefunden? Irgendein Amulett. Maximal mal ein Lederschild. Das speichere ich noch einmal. Jetzt ernsthaft? Gibt's gar kein magisches Erz hier? Was für überall? Nirgendwo. Also der verrückte Vogelmann, ja. Muss ich hier vielleicht irgendwo Erz klauen? Zu schwer. Was kann denn schon groß passieren? Der hat auch kein Herz eines Steingolems hatte, aber das war 4000 Gold. So, altes Schwert darf er haben. Die Dinger. Das darf er haben. 1, 2, 3, 4. Die Dinger darf er haben. So. Dann das und das. Mana brauche ich nicht. Ah, das behalte ich erst einmal. Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Kümmere dich besser um deinen Kram. Ja, Dylan. Ich ruhe mich ein wenig aus. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Hatten wir mit dem schon? Ja, mit dem. Ne, der hat nur 500. Den hatten wir noch nicht, aber der hat nur 500. So, was kann ich noch andrehen? Hier die Goldpokale. Schatullen. Okay, irgendwas, das 3 wert ist.
Das wäre 7 wert. Schmiedehammer 10. Das kann denn schon groß passen. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Nee, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt an magisches Erz komme. Keine Ahnung. Ja, du hast gut reden. Nein. Kann mich hier wenigstens jemand noch mal in Schildparade noch mal ein bisschen unterrichten? Hier, Anok? Würdest du mich im Kampf unterrichten? So, die Schildparade. Bring mir die starke Schildparade bei. Gut. 13 Punkte haben wir noch. Der Armbrust? Nee. 13 Punkte hätten wir noch. Stärke 212, Jagdgeschick 138, altes Wissen. Orktöter. Orkjäger. Ja, keine Ahnung. Bring mir was über das Schmieden bei. Dazu bist du noch nicht bereit. Ja, gut, dann. Gut. Weiter so. Jetzt fehlen mir Punkte. Was muss ich übers Schürfen wissen? Gut so. Das habe ich gebraucht. Dann kann ich jetzt mehr schürfen. Wenn ich jetzt doch Erz finde, also magisches Erz. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich suchen soll. Ich bin jetzt schon wirklich bei mir im Schädel, da rattert's gerade, wo magisches Erz sein sollte. So, wenn wir den Weg hier wieder weitergehen, da gab es ja doch auch noch eben. Die Dodos sind wieder da. War ich wirklich so lange weg? So lang konnte das doch nicht gewesen sein. Hier gleich rechts, wieder Richtung Geldern, gab es doch auch noch. Bei Höhlen. So, nochmal was puttern. Dann speichere ich jetzt mal. Hier gab es noch eine Höhle. Gab es da Erz? Bitte lass hier magisches Erz sein. Hier ist eine Krötenwurz. Irgendwas wollte mich angreifen, aber ich habe nicht gesehen, wo. Da gibt's nichts. So,
Und du gehst mir auf den Nerv. Was auch immer das ist, ich will wissen, wo. Was sieht mich hier? Da von hinten kommt jetzt auch noch was. Ja, aber ich würde sagen, machen wir uns in der nächsten Folge mal weiter auf der Suche. Bestimmt in der Höhle gab es noch magisches Erz. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.